Wir machen weiter mit der Trust Academy. Deswegen ist ja eigentlich der eigentliche Grund, warum die zwei Experten hier heute auch anwesend sein können, weil ihr natürlich jetzt die ganze Woche die Trust Academy habt. Das heißt, da bekommen die Teilnehmer quasi alles rund um Thema Traversen. Erklär doch mal, was ist denn überhaupt die Trust Academy? Ja. Also man kann dazu sagen, die Trust Academy wurde tatsächlich ins Leben gerufen von Anfang an mit unsere beide Dozenten, wie sie ja hier auch sitzen, als ein kleines Institut unsererseits, um nicht eine Werbeveranstaltung zu machen, sondern tatsächlich Wissen zu vermitteln. Die Trust Academy bildet sozusagen zwei Dinge aus. Das ist einmal Sachkundige für Traversen, weil genau das ist unser Metier. Wir wollen, dass unsere Kunde, unsere Anwender von der Traverse Ahnung habe. Genau deswegen machen wir es. Und die Traverse lose irgendwo in den Raum zu legen, ist recht langweilig. Ja. Meistens muss ich sie aufhängen, deswegen brauche ich Anschlagmittel dazu. Deswegen machen wir auch noch das Seminar Sachkundiger für Anschlagmittel. Für diese beiden Kurse und natürlich alles, was wir an Informationsveranstaltungen machen, läuft sozusagen unter der Trust Academy. Ja. Immer in Verbindung mit unseren beiden Dozenten. Genau. Und da ist natürlich auch die Frage an dich, Klaus. Wenn ich jetzt quasi bei der Trust Academy teilnehmen möchte, für wen ist denn überhaupt die Trust Academy geeignet? Was kann ich denn, wer ist denn so die Zielgruppe für die Trust Academy? Ja, ich denke, lernen kann jeder was. Das ist eine Erfahrung des Lebens und das hört ja auch nie auf. Ja. Für viele ist es vielleicht nur ein Gedankenaustausch, wo man ein gutes Gefühl bekommt, dass man vielleicht das, was man schon immer gut gemacht hat, auch richtig gemacht hat. Aber es ist natürlich auch was für Einsteiger, die da noch relativ neu in der Szene sind und einfach mal Grundwissen anreichern wollen. Ja. Also im Prinzip ist es für jeden offen und wir hoffen halt, dass wir auch den Spezialisten noch was mitgeben können und ich glaube, das ist bis jetzt ganz gut gelungen. Genau. Ja, also das heißt, stetiges Lernen ist natürlich auch immer wichtig, dass auch selbst Experten bei euch natürlich auch, denk ich mal, auch noch viel dazu lernen können. Und deswegen ist es auch immer wichtig, sich da auch regelmäßig weiterzubilden. Und die Frage an dich, Jan, welche Voraussetzungen brauche ich denn jetzt zum Beispiel? Wenn ich jetzt sage, pass auf, ich bin jetzt auch einer, ich bin kein gelernter Veranstaltungstechniker, aber ich habe mit Traversen, ich weiß, was Traversen sind, ich weiß, wie Anschlagmittel, wie das, ich kenne diesen ganzen Fachjargon. Wäre das jetzt für mich zum Beispiel auch noch eine Möglichkeit zu sagen, komm, ich könnte mich auch weiterbilden, wenn ich kleine Sachen bauen möchte? Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Also Voraussetzungen, also ein bisschen, okay, Interesse an der Materie, grundsätzlich, also wer schon mal Interesse an der Materie hat, der eine entsprechende Motivation mitbringt, das ist wahrscheinlich die wesentlichste Voraussetzung. Ein bisschen technisches Verständnis gehört, glaube ich, allgemein, wenn man in diesem Metier da irgendwo unterwegs ist, also das setzen wir auch voraus. Wir hatten auch schon Teilnehmer, die so wirklich komplett fachfremd da waren, aus welchen Gründen, weiß ich jetzt nicht mehr so, die haben aber... Das Hauptproblem, was die eigentlich dann haben, ist, was du gerade gesagt hast, ist der Fachjargon. Wenn man dann plötzlich so Begriffe wie Schäkel Schäkel, das kennt man ja vielleicht noch, den Sleeve, Gizmo und Bridle, tauchen plötzlich so Begriffe auf, wo man überhaupt nichts mit assoziiert. Da tut man sich natürlich da erstmal am Anfang schwer, überhaupt das, was wir da, das setzen wir natürlich, für uns ist das gängige Begriffe, das werden wir nicht nochmal, das Grundvokabular, das lernen wir dort nicht mehr. Also das setzen wir dann schon voraus und da haben wir dann schon gemerkt, da tut man, kann sich der eine oder andere, der komplett fachfremd ist, da schon schwer tun. Aber im Prinzip, das Wichtigste ist eigentlich Motivation, Interesse an der Sache. Genau. Und wir versuchen das Seminar ja schon so aufzubauen, dass das, also dass das, was wir nachher auch prüfen, also das schließt auch mit einer Prüfung an, der Anschlägerschein und der Sachkundige Traverse, dass das nicht so Sachen sind, die man schon vorher hätte wissen müssen. Das ist ja genau, was wir sagen, das gibt ein geschlossenes System, was wir versuchen da beizubringen. Ja, und ich finde auch ganz wichtig, dass man natürlich da auch entsprechend dann eine Prüfung ablegt und das nicht nur so ein, ich sag mal, Seminar ist, sondern wirklich auch mit abschließender Prüfung, dass man auch sagen kann, hier, ich habe jetzt die entsprechende Eignung da entsprechend bekommen. Also eine richtige Prüfung. Ne? Genau, eine richtige. Prozent, ne? Unsere Zuschauer hier, die haben ja schon eine hinter sich. Genau, die sind total happy, ich sehe da Daumen hoch, also das läuft. Hoffen wir, dass das morgen bei denen auch so gut läuft, wenn die nächste Prüfung ansteht, aber da bin ich guter Dinge, dass das funktionieren wird.